erster Rausch mit 14, dem Rüscherl vielen Dank. 10 Jahre hat man's gesehen an der Kinderzimmerwand. Nee, Kim, lässt mich hin, sag ich, Oma, was liest denn du über Todesanzeigen? Sagt sie, mei, möchte halt schauen, wer wieder Single ist. Du bist uralt! Nein, bin nicht alt! Doch, du bist alt! Nein, bin nicht alt! Oma! Wenn Kerzen mehr kosten wie Torten, ist man alt, hab ich gesagt. Oma! Ein studierter Landwirt mit A, das ist ein Akademiker. Was möchte ich mit dem Lidl sagen? Ich meine ja nur, Suchten hat ja jeder Mensch, die gehören dazu. Wenn euch bei anderen Wasser passt, dann heißen kann Depp. That's friendly! Genießt das Leben! Jawohl! Das war der Fingernagelfieslerei! Jetzt wollten wir mir das Feuerwehrhaus aufspüren, jetzt haben wir mir die Dinnen aufgebracht. Weil wir haben im letzten Einsatz, das ist jetzt, wann war es, das war vorletzten Winter, genau. Da haben wir mir einen Alarmdrucksensor im Boden verbaut, ne? Den muss man draufspringen und dann springt das Dirl auf. Jetzt ist das 1,5 Jahr, jetzt ist das alles zugewachsen. Jetzt sind wir Deppen auf dieser Wiese umeinander gesprungen. Hey, wir haben gekupft, der Sackli ist gekupft. Du, nach einer Viertelstunde Sack hüpfen, hab ich gesagt, dann nicht übereinander, sperren wir halt einfach auf, hab ich gesagt. Ich muss sagen, früher war viel leichter, also alles war ein bisschen leichter. Ich zum Beispiel war früher leichter. Das ist wirklich ein Wahnsinn, ne? Ich meine Fresserei mittlerweile. Nicht, wenn ich die Durchschnittsbayern anschaue, ne? Ein Durchschnittsbayer, der hat 80 Kilo und ist nach einem Salat satt. Und ich frage mich, ob 1,5 Kilo Nudeln für einen Lager gelangen. Das ist also laut einem Backel Gnädel bin ich 4 Leute. Was da alles drin ist, geh, leck mich doch am Arsch, was da alles drin ist. Pass auf, was ich euch sag. Ein ganzer Reiberknädel von der Oma unverdaut. Dazu 5 Paar Weißwürst, sogar noch mit der Haut. Katzen ist das Top-Haustier in Bayern. Das ist gewusst. Katzen. Und ich muss sagen, wirklich Katzen, also bei Katzen, ich mag Katzen nicht. Nein. Nein, ganz ehrlich, ein ganz das hin und her und hin und her und dann wollen sie wieder gestreichelt werden und dann werfen es wieder was ab und dann überall diese Haare, überall liegen diese Haare umeinander und ich rede jetzt von meiner Freundin da, wenn der Katze auch noch hat. Also das ist. Nein, also ich kenne ja so viele Deppen. Und da muss ich an einen Satz von Gustl Beierhammer denken, der Meister Eder, der hat einmal über Deppen einen weisen Satz gesagt. Es muss auch Blöde geben, nicht? Aber es wäre nicht bei mir. Ich hab einmal einen Deppen kennt, sage ich, eine Frage bitte. Kennst du einen weiblichen Vornamen mit einem Ö? Dann hat er gesagt, Elfriede. Beide lacht auf, geh! Radler wird verboten und das ewige Trinken. Prost. Mir geht's richtig gut.